Hallo und willkommen zu Immer tot, immer tot. Das ist der Todessong. Der Todessong. Der Todessong. Ja, auch in einem Path of Exile, Boss Dominus, der Hightemper. Dominus Pussy. Ja, Dominus Stein Pussy. So, jetzt dann. Dirk! Ah! So, jetzt auch. Ja. Oh nein, warum gehen die denn auf mich? Was soll das? Ja, Dirk! Du es! Ich bin tot. Nightmare! Oh Gott, ihn töten! Ja, oh nein! Ich töte ihn. Wow! Leck mich doch am! Ja, wie's. Bobbes! Wie man so bei uns sagt. Jetzt diesmal, oder? Die! Kann sein! Dazu musst du aber mir mithelfen, weil sonst schafft er nicht. Ja, wie hält er mich in den Todesstrahlen fest? Er steigt sich vor mir. Ja! Hast du einen Daumen? Du es! Ich bin draufgegangen und hab sein Lebensbalk nicht mehr gesehen. Okay, dann erledige ich den Scheiß jetzt hier mal. Weil wollte ich doch dabei sein. Nightmare! Oh, ist jetzt draufgegangen? Nein, aber der hat wieder Schild. Ah, ich will jetzt weg. Nein. Wo ist er? Hier hinten. Wo ist hier hinten? Da wo du nicht bist. Scheiße, ich bin down. Wow, Alter, der ist draufgegangen oder hat ist alles dunkel geworden, keine Ahnung. Ich komm her. This world is an illusion, exile. Alter, was macht denn der jetzt um sich rum? Was? What? Wie, wo? Ja, ich hab ihn irgendwie... Ah, nein! Bitte, nee! Was? Das ist nicht noch ein Boss. Nee. Och, das ist doch nicht ja, euer Ernst. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Weißt du, wir rackern uns hier ab. Schaffen den einen Boss gerade so. Das ist übelster Regen. Was? Ich bin tot. Ich auch. Hä? Das ist der Regen, der zieht uns Leben ab. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Wir rackern uns hier ab. Ein Arsch. Und was passiert? Alter, war der gerade unten? Weiß ich nicht. Übrigens, eine neue Weisheit. Ach nee, jetzt fängt er damit wieder an. Ich lese mal von unten vor. Nee, am besten nicht. Moment, ich hab gleich was. Der ist wenigstens gegen ihn. Was? Ja, ich gehe durchs Portal. Ja, das hört was mache ich mit meinem Automatikgetriebe im Schaltjahr? Tot. Ja, es ist ja gut. Was mache ich mit meinem Automatikgetriebe im Schaltjahr? Denk mal drüber nach. Denk mal über ein Leben nach dem Tod nach. Ja, aber wie soll ich denn aus dem Regen rauskommen? Ich bin hier. Ich warte unten. Bis du kommst. Zusammen, wenn dann nur. LOL! Reportet einen hoch! Ah! Alter! Hallo! Und der Regen! Was soll ich denn gegen den Regen machen? Wo soll ich da hin? Hallo? Ach, keine Ahnung. Liebe Leute von Grind Gear Games. Oder Grinding Gear Games, wie heißt das denn genau? Grinding Gear Games, dachte ich. Okay, 1, 2, 3, wie habt ihr euch die... Ja, wie habt ihr euch diesen Bosskampf vorgestellt? Am Arsch haben sie sich vorgestellt. Alter, was ist denn das für ein Arsch? Da ist schon wieder der Regen. Da kann man immer noch nicht. Ah, tot und verdammt! Wie habt ihr euch diesen Bosskampf vorgestellt? Ja, Mann! Ich verstehe den hier. Das war jetzt geil. Das war eine Berliner Dialektvermischung mit meinem Dialekt. Ich verstehe den hier. Mir ist typisch mein Dialekt. So, ich habe ein bisschen Schaden zugefügt und müsste 0,0001% weggemacht haben. Der macht die ganze Zeit Regen! Ich glaube, wir müssen in den Kreis von ihm. Da zieht's nichts ab. Der macht da so einen Kreis. Da mal rein. Nö. Allerdings bin ich gestorben. Ja, da komme ich zu ihm höchstens. Nee, ich habe da keinen Schaden bekommen, wie ich da drin war. Also zumindest nicht vom Regen. Ja. Also ich bin da schön übelst gestorben. Der hat so einen goldenen Kreis. Ja, goldenen Kreis. Da bin ich mal bei ihm direkt gestorben. Auch bei ihm direkt. Ich komme ja nicht mal zu ihm direkt. Ich krieg da keinen Schaden, das krieg ich. Naja, ich krieg keinen Schaden, aber einen Tod, danke. Ja. Wenn ich bei ihm bin, mein Gott, der hat noch ein Drittel haben wir abgezogen ungefähr. Ja,
wenn ich bei ihm bin, kriege ich auch keinen Schaden vom Regen. Tu doch mal ein bisschen Saints Flow oder was weiß ich, oder Nitro einwerfen. Alter, jetzt packt er noch die Bude voll, ich pack's nicht. Der Gegner, naja, ich meine, was lässt du ihn auch? Oh mein Gott, 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 oh Mann! Wie stellt ihr euch das vor, Alter? Wie overpowered soll ich denn sein? Jetzt mal einfach nur underpowered. So, jetzt. Ja, wir sind so gesehen Alter, total. Scheiße. Ja, ich weiß, dass wir scheiße sind. Aber gut, das Ende ist jetzt weg, von denen sein Name ist, kommt zum A. Wir haben natürlich wahrscheinlich die genau falsche Quest gemacht. Ja, die Overleveled Hyper Quest, der wir uns jetzt durchsterben. Ja. So. Der kriegt Schaden, mehr oder minder. So. Aber schönen Schaden hat er bekommen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Der hat fast die Hälfte. Ich war doch bei dem. Der hat mich gekillt. Ja, aber jetzt. Ja, der jetzt. Der Treppe, wenn du hochkommst. Ja, habe ich ja gesehen, da war ich ja. Du hast angefangen, wo er mich gerade frisch gekillt hat. Ich war Frischfleisch gerade. Ja, hier dürftest du keinen Schaden von dem Regen bekommen. Ja. Ja, die Hälfte. Wow, super. Und ich habe keine Poisons mehr. Aber der kassiert ganz schön ein jetzt. Das ist eine gute Taktik. Wir müssen ihn erhalten, tot. Ja, also ich. Ja gut, ich habe das ein bisschen früher gesagt, als ich es tatsächlich war. Das war. Präventive Maßnahme. Ja. Ja, mit Prävention sollte man sich frühzeitig beschäftigen. Boah, scheiße, Alter, dieser Regen. Da war ich gerade aus dem Regen draußen und war bei ihm oben, zack, da hat er mir den Weg blockiert, Wichser, ey. So, aufpassen, Portale haben sich getauscht. Yeah, Portale haben sich getauscht. Ach man, ey, das riecht so hart. Ah, das ist so traurig. Ich weiß. Nimm die Folge wieder, wir brauchen einen Death Counter. V2. Das ist einfach so traurig. Der Death Counter sollte mindestens in die Tausender gehen können. Ja, auf jeden Fall. V2 mustert. Ja, V2 mustert. Aber sonst, aber der kassiert gut ein. Der hat jetzt nur noch fast ein Viertel Leben. Naja, nicht ganz. Unter ein Viertel würde ich sagen. Und ich bin tot. Ja, jetzt ist ein Viertel. Ja. Aber ich werde drauf gehen. Schön. Finde ich klasse. So. Welcome to the Saren Encampment. Welcome. We hope you have a good flight gehabt auf der Fresse, wenn du gestorben bist und so. Natürlich komme ich auch, wenn der Regen anfängt. So, jetzt dann geht's aber ab. Ja. My mana is sold. My mana is sold. Wie kann man denn sein Mana verkaufen? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. So, ja, komm. Diesmal schaffen wir es. Ich habe das im Urin. Ja. Das ist der einzige Mensch, der sich meines Wissens sein Urin anschaut. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das war jetzt aber nur so gesagt. Ich meine. Ja! What? No one will cry for you, wow! Yeah! Not a soul. Ah, looten! Ich bin voll. Ja, talk to Diala. Too much closer. Lady Jayla. Cock? Das war Path of Exile, Leute! You have mounted the summit of the world, not a cockroach. Weil wir sind die Credits! Echt? Dabei haben wir noch nicht mal alle Quests! Was soll der Scheiß? Breaking Free! Ey, der Sound ist geil! Hoffentlich kriegen wir da keine Probleme mit, du weißt schon. Ja, ich hoffe immer auch nicht. Aber der Sound ist cool! Ansonsten. Wir machen das völlig einfach. Wir schreiben jetzt in Steam. Ach nee, kann ich ja nicht. Schade. Ja, ich bin ja eh abgemeldet immer. Ich hoffe echt, wir kriegen da keine, vor allem, warum kriege ich jetzt eigentlich kein Achievement, dass ich Dominus getötet habe als irgendeine der Klassen? Es gibt Achievements. Kill Dominus as a Templar, as a Witch, as a Shadow, as a Duelist, as a Marauder, was er ich bin? Ne, Marauder? War ich das nicht? Oder Cyan? Normalerweise müsste ich das kriegen.
das Achievement. Breaking Free, finish the game on nothing, Mercy Killing. Beat in the Love It, kill Dominus. Aber man muss sagen, hab ich. Ich hab nichts gekriegt. Warte mal. Da hab ich das jetzt einfach nur gesehen. Ach doch. Sorry. Nicht, dass ich hier das Spiel zu Unrecht verurteile. Ich war ja Hunter. Ich Affe. Aber interessant ist, dass er die ganzen Achievements auch anerkannt hat von vorher. Weil. Ganz. Doch. Und ja. Zum Beispiel die Feed Petey in her Laboratory hat es bei mir anerkannt. Ja, Gold Best. Aber das mit zum Beispiel. Brutus? Das habe ich heute mit meinen zwei Charakteren nachgemacht, das hat es nicht anerkannt. Das habe ich jetzt heute erst nachgemacht. Stimmt, das habe ich auch nicht. Und Marvin aber haben wir eigentlich auch schon gekillt. Machen wir mal ein kleines Resümee über das Spiel. Ich weiß, wir haben noch eine Quest, wo wir noch machen, aber trotzdem ist es so cool. Jetzt eignet sich dafür. Ja. Also. Sagen wir mal an. Also fangen wir mal an mit dem, was uns gefallen hat an Path of Exile. Das Spiel. Weil, was nicht gefallen hat. Was denn? Du bist ein Arsch. Also was mir jetzt persönlich, also wir unterteilen das. Ich sag meinen Cent und du deinen. Also was mir gefallen hat, war ganz einfach das Level-Design und alles. Ich meine, beim Hack and Slay an und für sich, an der Spielemechanik kann man nicht viel falsch machen. Das haben schon einige gezeigt, dass sie es können. Ja gut, aber so an und für sich, finde ich, kann man jetzt nicht allzu viel falsch machen. Auf jeden Fall, was mir gefallen hat, ist einfach die Atmosphäre. Das bringt alles rüber. Das Level-Design, es war stimmig. Es kommen da auch immer mehr Updates und so weiter. Mit der Steam-Anbindung ist jetzt auch richtig geil, wenn es denn klappt. Wenn nicht, falls ihr Probleme mit dem Linken von Accounts habt, guckt die Folge vorher an, da haben wir drüber geredet. Und nee, zwei Folgen vorher. Und ansonsten, zusammen macht es natürlich am meisten Spaß. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas sagen? Was hat dir gefallen daran? Eigentlich, ja, was soll ich sagen, Spielwelt, Hack and Slay, das Skillsystem, eigentlich hat mir das ganze Spiel gefallen. Auch einzige, was mir nicht gefallen hat, dass es nicht auf Deutsch war, weil ich mich mehr für die Geschichte interessiert. Das, was ich sagen muss noch, ist, genau, das Skillsystem ist eine riesen geile Sache. Dass man die Skills, dass man das nicht, man kriegt nur passive Skills. Die aktiven Skills, die man auch einsetzen kann, bekommt man durch die Diamanten und Edelsteine. Das finde ich sehr gut gelöst. Das ist wirklich gut gemacht. Was mir nicht so ganz gefällt, ist A, die Sprache. Okay, aber das wird irgendwann bestimmt noch kommen. Ich meine, es ist ja immer noch Beta. Echt? Ich dachte, die haben jetzt mit 1.0 nee. Fertiges Spiel-Release. Warte, ist das nicht mit 1.0? Moment. Das ist Moment. 1.0, fertig. Wir haben ja hier einen Browser. Ja, du hast einen Browser, ich nehme ja auf. Ja. Doch, Entschuldigung, mit 1.0 war ja der Release. Klar, haben wir ja groß betitelt gehabt. Ich abkopf. Nee, aber was mir nicht gefällt, wie gesagt, ist die Sprache einmal. Und was mir auch nicht so gefällt, ist gut, ist Gewöhnungssache. Also ich sag mal, das mit den Scroll of Wisdom, also den Identifizierungsrollen und den Portal Scrolls, das gefällt mir jetzt nicht so toll. Aber das ist Gewöhnungssache. Also an und für sich ist das jetzt kein Negativpunkt für mich. Es ist neutral, sag ich mal, weil der eine mag es, der andere nicht. Es ist erstmal eine Umgewöhnung im Vergleich, wenn man jetzt von Diablo kommt halt. Diablo war doch das Gleiche. Ja gut, du konntest aber welche kaufen. Einfach so. Ja, hier musst du welche umwandeln. Von, also ich kann mich damit abfinden, ehrlich gesagt. Ja, deswegen sage ich ja, es ist kein Negativpunkt, es ist neutral. Mhm. Weil es ist jetzt, wie gesagt, Gewöhnungssache. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Fertig. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das mit der Sprache haben wir schon gesagt, weil dann hätten wir uns auch garantiert mit der Story ein bisschen mehr beschäftigt. Ja, wenn man weil so ist es nicht unbedingt Englisch-Experte ist. Ja, das heißt Englisch-Experte. Ich kann es einfach nicht. Fertig. Ja gut, ich meine, ich bin der englischen Sprache schon mächtig und du auch. Und wir hätten das auch im Groben übersetzen können. Aber irgendwo ist der Reiz auch nicht dafür da. Weil man sich sagt irgendwie, naja, Hack and Slay, ich meine, für uns war jetzt da, wäre es deutsch gewesen, wäre es anders gewesen. Dann hätte ich mich dafür auch mehr interessiert. Ist einfach so. Das ist so eine persönliche Sache, weiß ich nicht.
Ich sag's mal auch, ich lese auch gern Mangas, auch gern in Englisch. Aber wie soll ich sagen, das ist so ein Spiel, da will ich halt einfach drauf losspielen. Ich will mich nicht unbedingt jetzt so intensiv mit der Story befassen, dass ich halt alles erfahren will. Das sage ich nur, okay, gib mir einen Auftrag, ich will bam durchgehen. Ja, und ansonsten zum Resümee, also ich würde jedem, der, selbst wenn keiner irgendwie so wirklich der englischen Sprache mächtig ist, an einem Hack and Slay gibt es nicht viel zu verstehen. Das Einzige, was ist halt mit den Skills, mit den Aktiven, die man durch die Diamanten kriegt. Okay, da kann man, dafür gibt es auch Google-Übersetzer oder dafür andere Seiten, wo man sich das grob übersetzen lassen kann. Muss ich ja auch teilweise bei bestimmten Sachen. Und mal gucken. Es heißt jetzt nicht, dass mit Akt 3 alles zu Ende ist, soweit ich dich richtig verstanden habe mal. Keine Ahnung. Das war eine Frage, Dirk? Ich weiß nicht. Ich dachte, die wollten mit Akt 3 eigentlich beenden, aber wenn du was anders gehört hast, ja. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Kann ja sein. Ja, bei mir ist alles auch nur hörensagenmäßig, also nimm meins auch nicht so ernst. Ja, ich google mal schnell und hier steht, dass der erste Link heißt, Akt 4 ist confirmed. Gut, dann gibt's auch ein Akt 4. Fertig. Ah, pass auf. Bestätigt. Es wird da drauf gearbeitet und... Ja, da gibt es auch schon ein Video anscheinend für. Also es wurde bestätigt, dass es einen vierten Akt gibt. Der kommt. Also ich weiß nicht, ich denke, wir sind uns da einig, der kommt. Wenn er rauskommt, spielen wir das auch. Mhm. So mache ich das. Dann kommen Videos dazu. Ob die dann allerdings gleich kommen, wenn der draußen ist, wissen wir nicht. Wir spielen. Genau. Fakt ist, jetzt wird erstmal dann. Wir haben noch zwei Quests, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Zwei Quests, die wir noch machen müssen. Ich dachte, haben wir einen gerade beendet. Warte. Ich lasse die Credits. Wir müssen nämlich noch, wir haben noch eine Quest. Ich habe mich nicht großartig spoilern lassen. Ich weiß nur, dass es noch eine Quest gibt. Und zwar müssen wir da in die Archive und ein paar Seiten finden. Das weiß ich. Ach so, die. Ja, da hast du also, gesagt. Und dann müssen wir noch, The Hedge, in the Maze of the Hedge oder irgendwie so in das Gebiet rein, da müssten wir auch noch was finden. Aber ich denke mal, das ist auch nicht mehr viel Parts. Auf jeden Fall zwei Quests kommen noch jetzt. Ja. Und wenn wir jetzt, so ganz von uns subjektiv beurteilen und wir eine Skala hätten von 1 bis 10, Dirk, was würden wir dem Spiel geben? 8. Ja. Ich würde auch so 8 sagen. Ich würde 8,5 sowas sagen. Weil es ist cool. Das, wie gesagt, die negativen Punkte sind jetzt, die überwiegen gar nicht eigentlich, finde ich. Und ich würde dem Spiel 8,5 geben. Wenn es auf Deutsch wäre, dann würde ich 8 zu 8,5 bis 9 tendieren. Ja. Und das Einzige, wo man bemängeln könnte, wäre halt noch die Grafik, aber... Die verbessert sich auch immer weiter stetig und... Ach, die Grafik, ich finde die jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also, Grafikstil ist stimmig, passt zu dem. Andere Spiele sind halt höher detailliert etc., aber so macht's auch Spaß, also ich krieg keinen Augenkrampf oder etc. Ich finde, grafiktechnisch passt das. Ja, es geht. Wie gesagt, beim Hack and Slay ist das jetzt auch nicht unbedingt... Ist natürlich wichtig, aber... Da gibt es weitaus andere, wo das wichtiger ist. Ja, wichtiger. Auf jeden Fall, das Spiel macht mir auch so Spaß, unabhängig von der Grafik. Also macht passt genau. Sehr gut. Und ja, also so sehe ich das auch. Warum diese Bewertung ist eigentlich klar, wir haben es ja vorhin alles genannt. Das Wichtigste und Schönste, was ich finde, ist, dass das jetzt nicht mit Akt 3 abgehackt wird, sondern dass die jetzt teilweise weitere Sachen rausbringen. Und eine Sache fällt mir noch ein, was ich gut finde, und zwar, was ich dem Spiel auch hoch anrechne, dass es kein Pay-to-Win ist. Also man hat gesehen, gerade in den letzten Parts hier, bei den letzten Bossen, dass wir uns richtig hart getan haben und so oft gestorben sind. Mhm. Wir hätten natürlich Items kaufen können. Es gibt ja einen Item-Shop.
Bonn Path of Exile. Da hätte man sich Items kaufen können, soweit ich das noch weiß. Wartet mal, ich google das auch mal. Also man muss dem Spiel lassen, die haben sehr viele Community-Supporters. Was hat das Spiel? Viele Community-Supporters. Inwiefern, was meinst du jetzt? Naja, weil da ewig Community-Supporters kommt, die Namen. Ach so, ja. Ja, in dem Shop, Waffeneffekte kann man sich kaufen, Charaktereffekte, alternative Skill-Effekte. Also, was jetzt das angeht hier, man kann sich da schon Sachen kaufen, womit man es dann bestimmt leicht hat, aber man muss es nicht. Also, wir haben uns schwer getan, aber es hat funktioniert. Irgendwie. Also, ich sag mal so, wir haben kein Geld ausgegeben eigentlich in dem Spiel. Nee, null. Und das finde ich gut, dass man es nicht muss, wirklich. Weil es gibt ja auch oft Negativbeispiele, wo man sagt, man muss letztendlich irgendwo, nicht nur früher oder später, es ist zwanghaft darauf ausgelegt, dass du musst. Ich finde eigentlich die Free-to-Play-Spiele schlimmer, die sich zu, sozusagen innerhalb der Community mehr als Demo sehen, der Free-to-Play-Anteil, und eigentlich am besten mit Abo funktioniert. Da kriege ich das Kotzen. So was. Also wenn du zum Beispiel als Free-to-Play-Spieler in fast alles benachteiligt wirst. Aber na, nehmen wir mal das einfache Beispiel, das kennen wir ja beide. Ion. Ja, Ion. Das ist so ein typisches Beispiel. Free-to-Play-Spiele war dir fast alles verboten. Also, sagen wir es mal so, du hattest aufgrund von der Beta, ich weiß, wir schweifen jetzt ab, aber das ist jetzt nur mal so, hängt ja doch irgendwie zusammen. Also du hast aufgrund von der Beta einen besseren Status. Hm? Veteran, glaube ich, war das. Ja, Veteran war ich. Und ich war ganz normaler Starter-Spieler. Das Spiel war an für sich, also an für sich hat man die Nachteile am Anfang, ich habe es nicht großartig mitgemerkt, aber es ging dann schon los. Wenn man dann Ressourcen sammelt, so wie in WoW oder nimmt irgendein MMO, wo man halt Ressourcen sammeln muss, um seine Berufe dann machen zu können, bla bla bla, kennt jeder. So, dann bin ich als Starter darauf beschränkt, dass ich nur 100, egal von was, 100 Erz oder ob es auch nur 25 Erz sind und dann 75 Holz, ist scheißegal, wenn ich auf eine Zahl von 100 komme, kann ich nichts mehr abbauen für den Tag. Hallo? Das ist doch bescheuert. Wie weit soll ich die Leute noch einschränken? Ich kann nicht mal handeln. Ich konnte nicht mal handeln. Wobei ich das irgendwo nachvollziehen kann. So ein bisschen. Ja, zumindest. Das da kommen und irgendwo. Ja, also irgendwo muss man schon einen Schutz einbauen. Aber da wurde man massivst eingeschränkt. Ja, nur mit dem Abo konntest du dann halt rauskommen. Aus dieser. Und dann hatte man entweder die Möglichkeit, sich eins zu kaufen, wirklich. Mit echt Geld. Oder in-games sich so, da konnte man für eine bestimmte Tagesanzahl sich so einen Gutschein oder wie nennt man das? Ja, ich nenne es mal Gutschein. Holen. Und dann war man für so und so viele Tage, für einen Monat oder für 3 Tage halt dieser Veteranenstatus. Und dann ist man aber auf dem Veteranenstatus, glaube ich, geblieben. Der war halt da nicht aktiv. War das nicht so? Ja, das habe ich mir immer gewünscht eigentlich, ja. Das ist so, ist aber so. Weil ich weiß, wenn man zum Beispiel ein Abo hatte, dann wird man auch wieder auf Starter zurückgestuft nach diesem Abo. Okay, ja, dann, das kann auch so sein. Auf jeden Fall. Ich sag nur so, eines noch dazu, das war früher so, ob es heute so immer noch ist, weiß ich nicht. Wenn es immer noch so ist, ich habe mich mit dem Spiel nicht mehr viel beschäftigt. Ja, ich hab damit auch aufgehört. Weil es ist einfach, mit so einer Einschränkung wollte ich dann auch nicht weiterspielen und das ist dann einfach blöd. Man muss es so sagen. Und ansonsten, ja, das war jetzt nur mal ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich bin da einfach, find ich, der Meinung, wenn man Free-to-Play ist, sollte man wenigstens die grundlegenden Sachen den Free-to-Play-Spielern freigeben, dass man eine Art Schutz einbauen sollte. Okay, verständlich. Aber man sollte da auch vielleicht mal den Startern eine leichte Möglichkeit geben, den zum Gehen, zum Beispiel, indem man einmal im Item-Shop einkaufen kann und dann kann man handeln. Mhm. Für 3-4 Euro. Genau. Das wäre legitim für mich. Ja.
Aber nicht durch ein aber blödes Abo, das 12 Euro im Monat kostet. Richtig. Aber wir schweifen schon wieder komplett ab. Genau, haben wir gerade gemacht. Super. Bisschen gut. Und ich denke mal, wir machen das eh so, da wir jetzt schon 24 Minuten aufnehmen, beziehungsweise du. Die Credits, das ist halt dann der... das ist halt der Mega-Part dann. Der Mega-Credit-Part. Und danach die Quests, das dann wieder weiter mit 15 Minuten oder 20, je nachdem. Aber was mich jetzt auch noch dazu führt, ich bin solche Credits normalerweise nur gewohnt von Assassin's Creed oder solchen Riesenprojekten. Da merkt oder man, dass das Spiel ist mit sehr großer Community, wo auch die Community mit sehr viel mitmacht. Da Community Supporters. Ah. Ja. Sind die auch gerade bei dir? Immer noch. Oder immer noch. Bei mir haben sie gerade angefangen. Ach, bei dir haben sie gerade erst angefangen. Und jetzt erscheinen sie links. Und dann wieder rechts. Ich bin bei Taps und Ouroboro. Geiler Name übrigens, Ouroboro. Gefällt mir. Das sagt mir das. Von irgendeinem Spiel kenne ich das. Ich nicht. Ouroboro. Keine Ahnung. Ja, ja, jetzt habe ich auch die Namen. Taps und Ouroboro. Ist doch geil, oder? Ja. Also an die zwei Leute, ihr seid cool. Wir mögen eure Namen. Ja, aber Resident Evil 4. Alles, oder 5. Alles in allem, ich würde dieses Spiel jedem, der sich ein bisschen mit Englisch etwas richtig ist, anfreunden kann, auch so in einem Spiel, würde ich das immer empfehlen. Also das Spiel hat's in sich und ist auch geil. Ja, das einzige fällt noch ein blitzekleiner Negativpunkt an. Immer. Jetzt. Jetzt vor allem, ja? Jetzt. Ja. Es hat zu lange Credits. Ja. Nein, das meinte ich gar nicht, aber was ich meinte war, da hat sich eine Invisibility genannt. Ohohoho. Ganz schlau. Ein kleiner Negativpunkt, den, wie ich finde, ich weiß nicht, ob dir es genauso geht, und zwar geht es noch um die Schwierigkeit. Dann nennt die in Akt 1 Espresso Cats. Ja, aber es geht um die Schwierigkeit. Ja. Die in Akt 1 und 2 relativ mäßig war. Also mehr leicht schon. Und in Akt 3 hat das Ganze aber deftig angezogen, wie ich finde. Vielleicht war man auch nur schlecht equipped, kann auch sein. Aber ich weiß es nicht. Ja, das finde ich auch, fand ich ein bisschen blöd dann zum Schluss. Ja. Da war die Kurve die ganze Zeit am Boden und auf einmal so fast 90 Grad nach oben geschossen. Mein 92 Grad. Ja, meinetwegen auch 92 Grad, ist mir egal, aber. Ixi loves Lexi. Das ist aber schön. Das ist aber süß. Warte, da kommt wieder X4X, Reaper X4X. Keine Ahnung. So viel zu dem Thema auf jeden Fall. Jetzt fallen mir aber auch keine Negativpunkte mehr ein. Gutes Spiel, ich würde es jedem weiterempfehlen. Ansonsten gibt's nicht mehr viel zu sagen. Nur hoffentlich enden bald die Credits, weil es gibt so viele Community-Supporters, glaubt ihr gar nicht. Vielleicht tauchen wir sogar auf. Wieso sollten wir? Keine Ahnung, wir haben Namen. Wir haben Namen, wow! Wir haben cool. Nie in dieses Spiel ausgeholfen, aber wir haben Namen! Hey, da heißt eine unknown unterstrich user. Ist geil, oder? Ja, das ist cool. Ich lese jetzt mal ein paar vor. Super Nerd. Du kannst auch. Komm, wir machen das immer abwechseln. Du ein, ich ein. Damit hier nochmal ein bisschen was reinkommt. Fang an. Du. Wie du? Du darfst. Da heißt eine Dirk Jan Winnemann. Dirk Jan Winnemann, oh Gott. Kreuz 0124. Big Mac Bandit! Sir Razor. Pass auf. Ich suche noch einen guten raus. Jimster. Slam Waterman. Pass auf. Oh, Nathan Nachos Fischer. Sir August. Buh, wuhu! Warte mal, komm. Der... War schnell, ich hab ihn gefunden! Der kommt da schon wieder! Buh, wuhu, der war vorhin schon da! Keine Ahnung! Agent Smith! Noch... Genau den wollte ich vorsagen! Haha! Mann! Badabing! Ey, das ist geil! Florian Kogler, aka Doodle Dude! Wo ist denn der?
Links kommt der dann neben der Axt, glaube ich, war das, oder was das war. Sneepy Peeply. Was haben wir denn noch hier Schönes? Wheel Spinner von Hot Wheels. Nein. Dude back. Da war gerade Boo-Boo for Life. Geil. Sheriff Kenner oder Kanner, wie immer. Smarty Barty Bart News. Das ist ein Name, oder? Ja. Geil. Ja, aber jetzt könnten nur langsam mal Credits aufhören, oder? Also, wie viele Community-Supporters waren da dabei? Das ist ja, der Wahnsinn. Manche sind da auch schön doppelt. Was? Manche sind auch schön doppelt. Ich guck da gar nicht teilweise hin, welche doppelt sind. Ich versuche das zu ignorieren. Nuklear. Ja, das ist auch gut. Hey, ich habe noch einen guten, ne? Da dir jetzt nichts einfällt anscheinend. Super Idiot, Alex Marsch. Alex Marsch? Ja, der heißt so, also nur mit SH, nicht SCH. Ah, oh, das erinnert mich an was. Was haben wir denn noch hier? Hey, da ist einer in Orange geschrieben. Deoxys. Deoxys, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ja, aber jetzt mal eine andere Frage hier. Wie lang gehen denn die Credits noch? Hoffentlich hast du noch genügend Platz. Ah, ich habe genügend Platz, mach dir da keine Angst. 300 GB müssen erstmal reichen. Okay. Alles klar. Ansonsten. Grayfrog? Bei Metal Gear, ich dachte jetzt, gab's doch mal Grey Fox. Hier gibt's Grey Frog. Ich habe hier gerade Le Blackbird gelesen. Ich dachte sofort an jemand anders, der auch mit LE anfängt. Wo steht denn der? Aber auch schon interessant, die Skizzen bzw. halt die Konzeptzeichnungen. Oder Artworks, ist je nachdem, wie man es nennt. Es sind auch eigentlich recht schön teilweise. Das heißt, teilweise sind alle schön. Ja, ich finde die cool auf jeden Fall. Auch wenn sie sich wiederholen, weil das Bild hatte ich jetzt auch schon mal mit dem Tempeleingang und dem Blut. Ach, das kommt jetzt auch schön wieder. Was hab ich denn hier noch? Black Widow, aber mit Y statt einem I. Oh Mann, aber ja. Tja, lange Credits, lange Credits. Das war schon bei Assassin's Creed so. Ich wusste ewig nicht, was ich labern soll. Ich hatte keine Ahnung. Roger Sagwit, PS, Rem and Nev are awesome. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Das heißt, ich bin ein bisschen weiter als du. Du hast ja früher angefangen mit den Credits. Ja, warum das denn? Verstehe ich gar nicht. Du hast die Quest früher abgegeben in dem Sinne. Ein bisschen. Ach so. Ah. Black. Steffen Armbrust. Was? Fühle dich gegrüßt. Muss mal gucken. Ich seh's. Boah, da kommt jetzt aber eine coole Konzeptzeichnung rechts dann. Die habe ich aber gleich auch schon gesehen. Ja, kommt mir auch wem bekannt vor. Eben the Dr. Fine. Ja. Manche haben gute Namen. Oder Franzl Fries Verich. Verschitz. Ja, ist egal. Ich hab das richtig ausgesprochen. Fühlt euch nicht angegriffen, wie auch immer das ist. Tja. Ray Cheetah. Ach ja, und wen interessiert, was danach kommt? Wir haben keine Ahnung. Nö. Wir lassen uns einfach auf uns zukommen. Beziehungsweise, das ist Bobby ja auch noch Bottle zu früh, um das zu... Was? Bobby Bottle Service. Lol. Es ist ja auch zu früh, dazu sagen, weil wir wissen ja auch noch nicht, wie viele Parts dann die restlichen zwei Quests werden. Ja, also wir wussten nicht mal, was das hier wird. Ich wusste nicht, wir wussten beide nicht mal, dass das hier das Ende ist. Nee, wir haben einfach drauf losgemacht. Das war halt zufällig die richtige Quest, wobei man hätte erahnen können, dass die
eigentlich die andere zuerst gemacht gehört, weil die andere halt vorher war, vom Ort her. Hm. Aber naja, es ist immer halt, ne, verplant wie immer. Ja, wir machen hier immer, was wir wollen. Puh, puh, puh! I'm a exile. Oder Speed Demon. Oder Demon. Haha! Jet Hamilton. Jet Mister. Ne, Mister. Mister, Entschuldigung, Mister. Okay. Ach ja, ach ja, ach ja. Und jetzt gucke ich trotzdem nochmal. Um einfach nochmal zu schauen. Also. Akt 3 Quests. Die haben wir hier. Und zwar haben wir. Diese haben wir. Genau. Special K 33. Ja, wieder X-Folge. Welche haben wir jetzt zu Schluss gemacht? Ah, hier. Die drei. Also. Scepter of God haben wir jetzt gemacht. Ja. Jetzt Werbung weg hier. Ich glaube, die wiederholen sich wirklich. Okay. So, weil es mir jetzt endgültig zu lang wird, was passiert, wenn ich Escape drücke? Ich bin da. Bin zurück. Okay, ich bin auch da. Also, wenn wir durch das. Strand Cruel. Warte, nein! Nein, ich gehe nicht rein. Kannst du noch was aufnehmen? Ja. Too much clutter. Nicht. Weil hier kommen wir laut. Ich musste jetzt kurz mal lesen, ja. Es tut mir leid. Ich habe gesehen, dass wir da zur nächsten Schwierigkeitsstufe hinkommen, aber ja. Ist egal. Hast du jetzt da alles soweit aufgesammelt? Ja, ich kann nichts mehr außer das. Okay, jeder macht ein Portal nochmal auf. Am besten nicht komplett nebeneinander. Da können wir runter. Zu unserem Portal. Ah, vergessen. Jetzt habe ich das eh schon aufgemacht. Komm, jetzt habt ihr nicht so. Nö. Nö. Nee, ich nehme deins schon oben. Weil dann gehen wir nochmal in die City und verkaufen dann offscreen. Und ich? Darf jetzt runterrennen, du Affe, oder ja. Was? Du hast eh schon genug Blödsinn gemacht. Oh, ist geil, ne? Ich hab Blödsinn. Na, fick dich doch, ganz ehrlich. Das ist doch. So dumm bist du, ey. Ich bin zufrieden. Ja, genau. So. Wir verkaufen offscreen und ist der nächste Part dann bei mir, oder? Ja, nächster Part ist bei dir. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.